So, und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Minecraft Deltash World 2 mit den Tinolino. Ja, hi Leute, grüßt euch. Ja, und das war's dann So. dementsprechend schon. Ja. Ja, was haben wir jetzt vor in diesem Part? Und zwar wollen wir erstmal unseren Quarry ein bisschen Power verleihen. Dadurch, dass wir immer hin und her rennen und quasi hier die Charcoal auffüllen müssen, wollen wir uns mal noch einfach so eine Strongbox hier zulegen. Und zwar bauen wir erstmal eine ganz normale, das heißt eine Kiste und Zinn. So. Oder haben wir noch eine Strongbox? Ne, eine Strongbox haben wir nicht mehr. Schade. So, warte mal, 4 Zinn. Holz gebe ich dir. Ne, Kiste, Dings habe ich, eine Chest. Eine Chest habe ich. So, dann brauchen wir 4 Invar und du kannst mal. Ja, kannst mal 4 Invar holen. Ich hol mal 4 harten Glas. 2, 3, 4. So. Und dann nehmen wir noch so ein paar Item Ducts mit. So, das sollte auf jeden Fall reichen. Wir brauchen einen Servo. Zack, den nehmen wir auch mit. Haben wir noch auf Tasche übrigens. So, leg mal das Invar rundherum um die Kiste. Also oben eins, unten eins, rechts und links. Genau. Ne, rechts und links. So, so. Und das oben die zwei links und rechts raus. Deswegen vier Invar nur. Ja, super. So, und dann machen wir das Ganze nochmal mit hartem Glas. Und dann haben wir eine Rainforest Strongbox. Die ist wie gesagt so groß wie eine Doppelkiste. Und ja. Kann halt ein bisschen was speichern. So, jetzt haben wir quasi hier schon mal eine Kiste voll mit Kohle. Die können wir jetzt so ganz locker flockig einfach abbauen. Können die leere Kiste draufsetzen. Das ist echt das Coole an der Sache. Die können wir aber mal kurz hier hinsetzen. Und zwar nehmen wir mal diese ganz normale Kohle alles raus. Die möchte ich nämlich nicht unbedingt durch den Quarry schicken. So, okay. Zack, so, die normale Kohle ist erstmal hier drin. Und hier die Strongbox voll mit Kohle, die nehmen wir jetzt uns einfach mit. Also einfach Shift-Rechtsklick mit dem Crescent Hammer. Und dann habt ihr die im Inventar. Und Randy ist schon fleißig, eilig unterwegs. Ups, wo ist er denn? Ach da. Hüpft er rum. Da Ist er fisch denn? rum, Digga. Und da kommt er von oben. Faum. Herrlich. So, weil ihr seht, die stehen schon wieder. Das ist aber auch ein Mistkack, ist das. So, was hat er denn eigentlich erstmal alles Schönes hier produziert? Ah, das Buch hat er noch nicht. Ne. Das liegt ja bestimmt irgendwo auf dem Erdboden. So, Richtig. hier ist noch ein bisschen Charcoal. Ja, gut, ist jetzt erstmal nicht so dramatisch. So, wir wollen den Quarry jetzt erstmal hier ein bisschen Pep verleihen. Das heißt, wir brauchen Item Ducts. Und zwar überlege ich gerade, wie wir es am dümmsten machen. Wir machen das mal so. Und dann machen wir das so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Ah, in der Mitte dann eine Kiste, oder was? Ja, aber ich überlege gerade, was ein bisschen blöd ist. Dann zapft er aus beiden Seiten raus und ich habe jetzt nur ein. Ich habe jetzt nur ein Servo mit. So, das ist natürlich auch etwas umständlich, wie ich es hier gerade gebaut habe. So, das kann man natürlich einfacher machen. Weil das Schöne ist bei diesen, bei diesem Item Duct, wir können ja den quasi befehlen, ob sie connecten sollen oder ob sie nicht connecten sollen. Du siehst gerade, die connecten jetzt quasi an zwei Stellen mit diesen Servos. So, aber das können wir einfach mit diesem Crescent Hammer blups blups ausstellen. So, jetzt klatschen wir hier oben drauf unsere Strongbox. Blups. Crescent Hammer, drehen wir einmal nach unten. Und jetzt wird noch nichts rausfließen, denn wir müssen quasi hier noch einen Servo installieren. Und zwar quasi genau hier oben an dieses Pipe, wo dieser rote Ausgang ist, wo dieser Pfeil nach unten zeigt. Da klicken wir jetzt quasi drauf und blups, hauen da ein Servo rein. Da ist jetzt installiert. Dann können wir die Pipe hier unten noch anklicken. Da können wir Rot, Grün und Orange einstellen. Orange heißt jetzt Round Robin. Das heißt,
alles, was an der Pipe angeschlossen ist, quasi diese vier Motoren, wird jedes Charcoal, die jetzt rausgeht, wird quasi aufgeteilt. Eine in den Motor, einen in den, einen in den, einen in den. Also es wird alles zu gleichen Verhältnissen aufgeteilt. So, jetzt können wir die Pipe anklicken, dadurch, dass wir einen Servo installiert haben. So. Und stellen hier einfach mal auf Redstone-Signal ignored. Und ihr seht's. Theoretisch müsste jetzt gleich hier, tun wir nichts rein. Ich tue mal nichts rein. Theoretisch müsste sich das jetzt hier aufteilen. Ah ja, und da kommt schon die erste. Die kam jetzt automatisch, ne? Die kam jetzt automatisch, ja. Und die auch. So, sehr schön. Das heißt, das wird zwischen diesen vier Motoren jetzt alles aufgeteilt. Genau, der ist voll. Der ist voll. Unten, der ist bestimmt auch voll. Oh. Der ist auch voll. Und der ist auch voll. Okay, super. Sieht zwar ein bisschen lustig aus, dieses Construct. Oder Konstrukt. Aber die werden schon mal automatisch mit Charcoal befüllt. Jedenfalls das, was hier drin ist. So, und der Quarry kann eben jetzt durchgehend arbeiten. Das ist das Schöne. Der ist zwar schon fast ganz unten. Und hier müssen wir mal aufpassen mit dieser Lava da unten. Warte, warte, warte. Weil guck mal, was der Quarry macht. Na. Der zieht dann da vorbei. Ne, siehst du das? Der fährt immer hier jetzt rüber, jetzt fährt er wieder zurück. Ja. So, jetzt macht er Blups, jetzt fährt er wieder hier rüber. Hm. Warum? Fährt er wieder zurück. Kann ich dir sagen, da unten ist Lava. Und da unten, das ist, sehe ich, ja. Und da, ja, und da unten ist mit Sicherheit auch Wasser. Und ich mache eine Wette, dass da unten immer wieder ein neuer Cobblestone generiert wird. Ah, okay. Wenn Lava auf Wasser trifft, dann weißt du ja, Cobblestone. Mhm. Entsteht Cobblestone, hier unten wird mit 100%iger Sicherheit irgendwo ein Cobblestone generiert. Oh, Vorsicht, Vorsicht. So, wir gucken einfach mal. Hey. Hier fließt nämlich Lava genau auf die Kante. Ah ne, hier unten. Ach, hier unten. Hier wird immer einer generiert. Okay, dann müssten wir die Lava vielleicht ausstellen hier. So, das müsste zu sein. Vorsicht mit der Lava hier, gell? Ja, 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 ja. Ich bin, aber hier nimmt's gerade ab. Ja, ja, siehst du da? Ah, du bist ja hier. Siehst du den da unten, der immer generiert wird? Da unten vorne. Jetzt, zack. Ja, weg. Warte. Und kommt ein neuer. Ah, okay, ich wurde gerade. Also hier der. Schön. Der hier. Der. Ah, okay, in den scheiß Wasserstrahl oder was. So, zack, weg. Und, na gut, jetzt die Lava weg. So, jetzt müsste der Quarry weiterarbeiten, problemlos. Wir können wieder nach oben fliegen. Ja, wirklich eine riesen Höhle. Naja. Guck mal, wir haben aber hier hinten oder? Sind die allgemein ausgeleuchtet? Es kann sein, dass wir das schon mal waren, am Anfang farmen. Ah, nee, das leuchtet noch, wenn hier unten ist ja auch noch Lava. Okay, ob also da kommt der Quarry ja gar nicht. Silver, Lead, okay. Haben wir Ferrus? Ferrus-Ohr haben wir auch. Sehr gut, Ferrus-Ohr ist nämlich ganz wichtig, das müssen wir durchbraten. Wir bekommen nämlich bei, oh, noch ein Ferrus-Ohr, das kommt nämlich jetzt da unten auf den Ebenen. Wir bekommen nämlich eine 10%ige Chance, wenn wir so einen Pulverizer durchbraten, dass wir Enderium-Blend rauskriegen. Und davon bräuchten wir noch zwei Stück. Denn wir wollen Tesserakte bauen und für Tesserakte, für diese Frames, brauchen wir hier Enderium. Und dieses Enderium wird hergestellt aus Enderium Blend und Pyrotheum Dust. Und diesen Pyrotheum Dust, da brauchen wir Blaze Powder, deswegen werden wir jetzt auch in Nether gehen und so weiter und so fort. Und da kriegen wir eben aus einer Blend ein Enderium und wir brauchen insgesamt vier Stück. Also vier Blend haben wir und vier Blend bräuchten wir nochmal. Also vier Enderium könnten wir uns schon herstellen und vier bräuchten wir nochmal. Dann könnten wir zwei Tesserakte bauen. Das Lustige ist, es ist nicht wie aus diesen alten Teilen, dass die Tesserakte quasi man eins für Energie bauen muss, eins für Flüssigkeiten und eins für Items bauen muss. Nein, da kann ein Tesserakt alles und das sogar gleichzeitig. Das ist echt genial gelöst. Also ich kann Flüssigkeiten, ich kann Energie und ich kann Items gleichzeitig durch dieses Tesserakt teleportieren. So, und ich würde sagen, Randy, gehen wir mal zu unserem Tor, oder? Zu unserem Endertor. Willst du uns nicht noch, warte mal, Waffe haben wir ja hier, die müssten wir eventuell nochmal aufladen. Ja, achso, ich überlege gerade, wir haben die NPCs gar nicht an, oder? Das kann gut sein, dass wir die NPCs nicht anhaben. Wir waren ja Enderman-Farm und dann, glaube ich, haben wir die wieder ausgeschaltet, ne? Scheiße. Brauchen wir die?
Die NPCs, naja, wir brauchen Blaze. Also die NPCs müssen wir dann doch mal anschalten. Wie sieht's mit der Zeit aus? Wir sind jetzt genau bei 10. Bei 10, dann überlege ich. Pass auf, dann bauen wir was anderes. Kommen wir in die Hütte wieder, ins Warme. Dass wir hier erstmal wieder im Trocknen sind. Erstmal kurz schütteln hier, so das ganze Wasser wieder ab. So, dann bauen wir in diesem Part mal noch was anderes. Und zwar brauchen wir das auch für unser Vorhaben. Und zwar gebe mal ein bei NEI, Ender, also ENDER. Leerzeichen, Pump. Nee, mach's anders, gib einfach nur Pump ein. PUMP. Ja, so, ja. So, hast du? Habe ich. Und da siehst du, da gibt es von Extra Utilities eine Ender Thermic Pump. Das sollte das Ja. fünfte. Ja, So. das ist das Ding mit den Ohren. Genau, und diese Pumpe werden wir bauen. Oder die will ich auf jeden Fall bauen. Das heißt, wir brauchen Enderperlen. Oh, die können wir auch nicht bauen. Wir brauchen ein Blaze Powder. Wir brauchen ein verkacktes Blaze Powder. Warte mal, können wir Blaze Powder irgendwie anders herstellen? Ja, aus Blaze Rods, das ist klar. Blaze Rods gibt es im Dings. Im Nether. Wir können Blaze Powder aus Glowstone herstellen. Ja, wie geil ist das denn? Ein Fluid Transposer mit destillierten Redstone und Glowstone. Haben wir Glowstone? Ja, wir haben Glowstone. Ja, wie cool ist das denn? Dann brauchen wir uns die ganze Arbeit vielleicht gar nicht machen. Wir können natürlich trotzdem mal in den Nether gehen und dann ein paar Blaze farmen. Das ist ja kein Problem. So, warte mal. Jetzt hau ich mal hier Glowstone rein. Und das funktioniert. Ich glaub's nicht. Wir können jetzt wirklich hier Blaze Powder herstellen. Das wäre ja absurd. Und es kommt wirklich Blaze Powder raus. Wie geil ist das denn? Nein! So rum. Ach, scheiße. Jetzt ist hier Redstone drin. Ach, Mann. So, den nochmal abbauen. Wieder hinsetzen. So, und da ist er wieder leer. Okay, den ganzen Krempel ausschalten hier. So, sehr gut. Okay, wir haben schon mal 5, 6 Blaze Powder. Das ist ja spitzenmäßig, Mensch. So. Okay, und dann können wir auch diese Ender Thermic Pump bauen. Und zwar brauchen wir dazu, glaube ich, zwei Enderperlen. Kann ja der Weg schon mal Obsidian herstellen. Ne, Obsidian haben wir. Guck mal in die Kiste hier hinten. Hier. Ja, da sind Ah ja. 61 Obsidian drin. Weil unser Quarry baut ja mittlerweile auch Obsidian ab. So, okay, dann lege ich schon mal diese Enderperle in die Mitte. Und ach, ich mache schon mal eine Eye of Ender. Da können wir natürlich auch mal auf die Suche aufs auf die Suche nach dem Ende gehen. Eye of Ender haben wir schon mal. Also eine Enderperle und Blaze Powder, hab dann Eye of Ender. Und dann Quatsch. Hier eine Enderperle in die Mitte. Und dann hau mal deinen Obsidian. Nee, War das so. jetzt rundrum? Nee, das war So. so, ne? Verkeilt, Genau. ne? Genau. Aber nur eins jeweils. Weil da kriegen wir, siehst du, wir kriegen 4 Stück raus. Ender Infused Obsidian nennt sich das Ganze. So, dann brauchen wir Kannst du einen da mal einen Warp. Block platzieren? Wie sieht denn der aus in der Deko? Warte. Komisch. Irgendwie so ein Skin-Textur drauf, oder? Das sieht irgendwie aus, aber im Dings ist eine Textur. Keine Ahnung, ob das jetzt die Textur ist. Kann man den irgendwie abbauen wieder? Ohne den kaputt zu machen. Ja, super. Der ist natürlich sau hartnäckig, weil er aus Obsidian ist. Dim, 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 dim. Und blub. Danke. So, okay, wir haben schon mal 4 so eine Blöcke. Jetzt brauchen wir eine Iron Pickaxe, die stelle ich mal kurz her. Und wir brauchen einen Wassereimer und einen Lavaeimer. Wasser immer haben wir hier und Lava hole ich dir. Super. Dementsprechend, wo sind die leeren Eimer? Die hattest du. Eindeutig. Richtig. Die habe ich dann aber raus. Oh, ne, die habe ich ja hier. Lava. Lava und Wasser. Und einen Dia. So, warte, Dia. Haben wir kein Dia? Bin schon mir keine Diamanten mehr. Haben keinen Plan. Oh, fuck, Bullshit. Haben wir kein Dia? War der Quarry jetzt schon auf Dia-Ebene? Jetzt weiß ich es nicht genau. Wir haben aus dem Quarry schon mal Dias rausgeholt, ja. Ehrlich? Ja. Nee, glaube ich nicht. Doch. Da hast du dich damals gefreut wie ihr Kind. Haben wir Das nicht einen heißt damals, Diamant, haben wir letzte nicht einen Woche. Diamant hergestellt? Ne, wir haben Diamanten hergestellt aus Müll, das ist richtig. Wir hatten aber Aus schon mal einen Quarry. Kohle. Ja, aus Kohle. Wir hatten aber schon mal einen Quarry, glaube ich, 4 Acht. Stück oder so Ja, rausgekriegt. 8 Stück sind drin, sehr genial. Da ist doch. Redstone können wir schon mal mitnehmen. Haben wir jetzt Ferrosohr? Ferrosohr haben wir auch schon ein bisschen was. Das holen wir aber später. Peter. So, okay, da ist nur Krimskrams drin.
Wie sieht's aus mit der Kiste? Ja. Wie viele Eimer brauchst du, Lava? Einen. Spring mal zur Seite, zwei mit. Einer reicht. Ja, falls ich den ersten verschütte. Ach so, falls du schwapperst. Genau. Falls du wieder übers Letzte schwapperst. Ach, herrlich. So, und dann werden wir noch was ganz Cooles bauen. Das wird bestimmt den Randy auch freuen. Und zwar, wir werden einen Iron Tank bauen. Aber das allerdings erst im nächsten Part. So, jetzt bauen wir erstmal unsere Pumpe hier. Und dann erkläre ich euch erstmal, warum die Pumpe so dermaßen geil ist, dass wir keine normale Buildcraft-Pumpe bauen. Sondern gleich die Endothermic Pump. Weil die ist nämlich richtig pornös. Möchte ich mal so sagen. Drecksvieh. So, okay. Wasser bräuchte man noch und... Ja, bin unterwegs. Ja, dort ich ja nicht, wenn ich dir hier die noch ein bisschen Hühnchen mitbringe. Nee, gar nicht. Hühnchen ist er ja ne. So, das kann ich. Ich habe jetzt gerade eine Kuh abgeschlachtet, leider hat sich die Kuh dann entschieden, wo sie schon tot war, inklusive ihr Fleisch in die Lava zu schmeißen. Blödes Drecksvieh. Na toll. Gibt's halt keine Kuh, gibt's halt Hühn. Das kann raus. Aber unser Dings arbeitet, oder? Wer? Die Baumform. Die arbeitet die ganze Zeit schon. Wir hatten doch die Baumform umgestellt auf Weizen. Und ich habe da jetzt aber quasi nochmal um einen Slot erhöht. Also dass jetzt quasi die Mitte, also hier vorne und die Mitte, mit Bäumen wieder angepflanzt wird, weil wir brauchen eben ein bisschen Charcoal. So, aber wir haben auch schon wieder 44. Wie sieht's aus? Gott sei Dank war das jetzt der leere Eimer. Was war der leere Eimer? Mit dem ich da jetzt draufgeklickt habe. Oh. Ja, wir haben ja alles aus massiven Stein gebaut. So, dann schmeiß mal rechts den Wassereimer und links die Lava rein. Achso, Wasser. Hast du vergessen? Ja, na guck, wir haben doch hier Wasser. Ich hoffe mal, das geht, oder? Aber ja, warte, das muss gerade. Darf ich nicht von hier nehmen, das muss ich von hier nehmen. Jo. Jo, dann passt das. So, die CSU ist voll, sehr gut. So, und einmal rechts. Genau, und jetzt haben wir die Endothermic Pump. So, und das Tolle an der Sache ist, diese Endothermic Pump, wir können die ja mal kurz hier hinsetzen, die sieht erstens total genial aus, wie ich finde. Ja, die hat was. Ja, sieht richtig cool aus. Maximal Power 15 Minecraft-Joule, das heißt, die verbraucht auch nicht so viel Triggerden bei 10 Minecraft-Joule. Und jetzt kommt's, die Pumpe pumpt ab. Und zwar Flüssigkeiten, gell, was eine Pumpe eben so macht. Das Schöne ist, die hat nicht unten wie die Buildcraft-Pumpe, wie dieses olle Ding hier, hat nicht unten so einen langen Rüssel dran, sondern die muss man quasi direkt über diese Flüssigkeit setzen. Gell? So, also direkt über Lava. Genau. Aber, jetzt kommt der Clou, man muss die nicht über Lava setzen, man kann die auch an den Rand setzen. Quasi, wenn jetzt hier vorne alles Lava wäre, könnten wir die auch hier auf den Stein stellen und dann würde die in ihrem Radius, in dem sie arbeitet, die ganze Lava abpumpen. Mhm. Das Lustige ist noch, die hat einen Chunkloader integriert, so viel wie, ja, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, die hat einen Chunkloader integriert, das heißt, der Chunk bleibt immer geladen, gell, da muss man da auch nichts weiter, das heißt, wir können aus dem Nether jetzt Lava pumpen, ohne dass wir da noch Chunkloader oder World Anchor benutzen müssen und die ersetzt jeden Block, den sie abpumpt, automatisch mit einem Cobblestone-Block. Das also heißt, können wir irgendwann mal im Nether spazieren gehen. Spazieren gehen, genau. Ja. Und das Schöne ist eben, man hat nicht so tonnenweise fließende Lava dann, weil das Problem ist, bei dieser fließenden Lava oder fließendes Wasser oder was auch immer, das nimmt extrem viel Performance. So, weil alle Flüssigkeiten, die fließen, sind Sachen, die gerendert werden müssen und das ist einfach performance-technisch extrem aufwendig und kann FPS-technisch auch sehr, sehr, sehr in den Keller dann gehen. So, und die macht einfach, anstatt dass die Lava fließt, bums, haut die dann Cobblestone-Block hin, wo die abgebaut hatten, dann hast du irgendwann ein Feld aus Cobblestone und du hast quasi nie Performance-Probleme. Super geniale Pumpe, also echt geiler Mod, muss man echt sagen. So, und ich denke mal, das war's, ne? Wir sind bei 1912, ja, können wir diesmal so halten. Genau, so, und wie gesagt, die Pumpe werden wir im nächsten Part im Nether aufstellen, aber vorher werden wir mal gucken, dass wir aus den Ferrusohren noch unser Enderium bekommen, was wir brauchen, und zwar nochmal 4 Blend. Blaze Powder können wir ja mittlerweile herstellen, das ist ja das Schöne an der ganzen Sache, müssen wir doch nicht erst in den Nether. Und ja, also Nether schon, und dann werden wir die Pumpe aufstellen und werden hier noch einen Iron Tank in die Fassade zimmern und dann ist alles schick. So, guti, das war's erstmal gewesen. Und der Randy darf abmoderieren. Ja. Weil er der anmoderiert. Guck mich an, guck mich an, guck mich an, guck mich an. Ja, gut, egal.
Wir sehen uns dann dementsprechend im nächsten Part wieder. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst eine positive Bewertung in Form eines Däumchens. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss, Leute.